und willkommen zurück zum Badecheck Teil 4. Dieses Mal aus Bosen hier vom wunderschönen Boostalsee. Was es hier alles zu entdecken gibt, das checken wir jetzt. Also für Familien gibt es sehr viel zu erleben. Also gerade im Sommer ist das Schwimmen natürlich total beliebt. Die Leute gehen gerne in eines der beiden Strandbäder, die wir hier am Boostalsee haben. Wir haben hier nicht nur Liegewiese, wir haben auch den Strand. Die Kinder rutschen, die Kinder gehen natürlich auch gerne Tretboot fahren oder Elektroboot fahren. Auch das Campen ist beliebt bei Familien mit kleinen Kindern oder vielfältige andere Sachen, die es hier rund um den See zu entdecken gibt. Ihr habt wirklich echten Sand hier, das ist ja super. Klar haben wir Sand, der wird auch regelmäßig aufgefüllt und auch gereinigt, sodass halt immer welcher da ist und sodass man natürlich auch unsere Beachvolleyballfelder, die wir ja auch haben hier, perfekt nutzen kann. Wenn Lust hat auf Schwimmen hier am Boostalsee, der kann auch einfach ein bisschen Sport machen. Das Trampolin hier zum Beispiel ist echt saugut. Außerdem natürlich die Möglichkeit, um Volleyball zu spielen oder man kann sich ganz relaxed ein Boot ausleihen und auf dem Boostalsee rumschippern. Badecheck Nummer 4 geht zu Ende. Ein ereignisreicher Tag. Hier gibt es wirklich für jeden was. Egal ob Kind, egal ob Eltern oder Erwachsener oder eben auch junger Mensch. Hier kann man sich wirklich austoben. Ich kann den Boostalsee nur empfehlen.